So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Wir sind immer noch in Australien unterwegs. Natürlich, die Map ist frisch und noch nicht alles entdeckt. Und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Ich gehe wieder spazieren mit meinem altbekannten Setup. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. Hier unten ist natürlich der Fluss, genau, da habe ich beim letzten Mal aufgehört. Genau, hier den Fluss entlang habe ich ziemlich viele Abschlüsse gemacht. Ich hoffe mal, dass heute genauso viel los. Und wenn die genauso scoren wie Weißwilde Hirsche, müsste der Gold sein. Das könnte schon sein. Ich probiere es. Auf jeden Fall sehr gut getroffen. Aber ich habe schon gemerkt, dass diese Sambas gar nicht so eine Herdentiere sind. Die sind meistens alleine unterwegs. Also bis jetzt habe ich die immer nur alleine gesehen. Hier ist noch ein Rothirsch, okay. Ja, ja, auf den Fünfer schieße ich jetzt nicht unbedingt. Also, sieht so ein bisschen aus wie... Sieht so ein bisschen aus wie ein Maultierhirsch, finde ich. So, doch nur Silber. Vier leicht. Ich... Okay. Okay. Komisch. Bei vier leicht Silber. Ich weiß nicht, wie die scoren. Aber auf jeden Fall schön Single-Lunge. Ja, also interessantes Tier. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Rothirsch und Maultierhirsch, finde ich. Kommt natürlich wieder in den Discord, ihr kennt den Spaß. Wer sich die ganzen Abschlüsse aus meinen Videos oder Streams nochmal anschauen möchte, der Link für den Discord ist in der Videobeschreibung. Und im Channel erlegt ist, poste ich alles, was ich in den in meinen Streams und Videos geschossen habe. Und im Channel erlegt ist Community dürft ihr gerne eure Sachen posten. Da hinten sind noch, was ist das? Ein Dammhirsch? Dammhirsch ist doch nie alleine. Dammhirsch gucken wir uns natürlich immer sehr gerne an, weil da kam ja ein neuer Great One raus. Vielleicht entdecken wir den ja. Schon auf Krokojagd gewesen. Ich war noch nicht an der, ich habe ja durch TikToks schon erfahren, dass es hier an der Küste und in den Mangroven hier, in diesen Flussdeltas, sehr viele Krokos gibt. Da war ich noch nicht. Aber vielleicht kommen wir da heute hin. Okay. Bist du der einzige Bock hier? Zweier. Schade, sieht so aus. Sieht leider so aus. Dann nehmen wir den Bock. Leider nur ein sehr kleiner Bock. Naja. Aber ey, Props gehen an ihn raus, dass er da so eine ganze Gruppe von Weibern anführt, ne? Beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber... Ihr wisst, was ich meine. Guckt ihn euch an, ist er nicht süß? So, was haben wir denn hier? Ey, so einen richtig hellen habe ich halt auch noch nicht gesehen. Doppellunge, Herz, einmal alles bitte. Schöner Treffer. Silber. Aber weiß heißt ja nicht gleich albinistisch, ne? Es ist ja kein Albino jetzt. Ist einfach nur ein Weißer. Ich gehe mal... Ja, ich gehe mal nicht unten am Fluss lang. Ich gehe mal hier oben lang. Ich möchte auch ein bisschen was aufdecken hier. Ich möchte nicht am Fluss alle 5 Meter auf ein Tier schießen. Klar, ist da viel los. Aber ich möchte auch ein bisschen die Map erkunden. Den nächsten Aussichtspunkt und so. Vielen Dank auch nochmal an alle, die diese Woche von TikTok rübergekommen sind auf meinen YouTube-Kanal, meinen Twitch-Kanal. Ist wirklich krass, was da diese Woche auf TikTok abging. Ich habe ja wirklich, weiß ich nicht, über 1500 Follower dazu bekommen. Und die Videos gingen richtig steil, krass. Vielen Dank dafür und ich freue mich natürlich auf alle, die hier vorbeischauen. Ich habe gestern auch von jemandem gesagt bekommen, dass natürlich die Fuchsjagd hier sehr krass ist. Weil man auf der Map einfach Füchse von sehr weit sehen kann. Und es auch gefühlt sehr viele Füchse gibt auf der Map. Also die typischen Fuchsjagd-Maps, die sind ja eigentlich eher schwieriger, ne? Also Hirschfelden, so. Was ist noch so eine gute Fuchsjagd-Map? Weiß ich jetzt auch nicht. Fällt mir keiner ein. Doch den Axishirsch.
Scheiß drauf. Nehmen wir den Axis Hirsch mit raus. Da muss ich wieder mit der Ranger drauf schießen. 150 Meter genullt. So, auf jeden Fall gut getroffen, auch durch die Grasnarbe. So, hier haben wir die kleinen süßen Axis Hirsch. Silber 91,6. Ah ja. Single Lunge. Ist halt ein Axis Hirsch. Was soll man machen? Ich hatte früher mal das Problem, dass bei denen, dass ich die Tiere, also die Axis Hirsche immer nicht so gut getroffen habe. Irgendwie hatten die das Talent, so kurz bevor ich die schieße, ihre ganzen wichtigen Organe zack in den Hintern zu schieben. Und dann habe ich die immer nicht tödlich getroffen. Also war wirklich ein weitreichendes Update, was da rauskam. Ich hab ja auch gemerkt, ich hatte vor dem Update hatte ich so ein bisschen Performance-Probleme, wenn ich gleichzeitig gestreamt, aufgenommen und was auch immer habe mit dem Spiel. Und ich muss sagen, fühle ich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe keine Probleme, dieses Spiel zu streamen, gleichzeitig aufzunehmen und auch noch gut zu spielen. Das läuft wieder. Freut mich, ich habe das ja auch gerne gestreamt. Ich meine, Way of the Hunter ist auch geil und streame ich auch immer noch gern. Aber ab und zu mal was anderes ist natürlich top. Wir nehmen mal von der Ranger das Visier ab. Und pirschen uns an den Bengel ran. Da haben wir ihn doch. Da ist es doch. Sehr schön. Ey, der hat wirklich ein großes, großes, schönes Geweih. Also größer als der 2er auf jeden Fall. Schauen wir uns mal an. Gold. 176. Schönes Tier. Knapp am Herz vorbei. Schade. Aber Doppelunge. Dammhirsch, Brumpfschrei. Meine Theorie ist ja immer noch, wenn Weibchen einen Brumpfschrei absetzt, dann ist da kein Männchen in der Nähe, weil sie ruft ja ein. Es könnte sein, dass die Dammhirsch-Gruppe oder das eine Weibchen, vielleicht ist es auch ein Single-Weibchen, einfach ohne Männchen ist. Aber ich guck's mir mal an. Es gab ja ein Update, vielleicht ist das alles irrelevant, was ich mir gerade ausgedacht habe. Ja, sag ich ja. Guck mal. Da ist ein Bock dabei. Rotfuchs auf der Flucht, das ist mir egal. Ja, ich hab's ja eben auch, ich hab ja eben gerade meine Theorie wieder widerlegt. Aber es ist immer nur ein Bock in der Gruppe, ne? Wir probieren mal was aus in der Gruppe. Und zwar etwas, was auf jeden Fall von einer ganzen Weile schon funktioniert hat und ich auch gerne mache. Weil der steht ja jetzt scheiße. Seht ihr ja selber. Also den kann man wirklich gerade nicht so gut schießen. Deswegen mache ich mal den hier. Und schieße ihn. Also es war ein schönes Beispiel dafür, dass man auch ab und zu mal noch pfeifen kann. Ich meine, die haben das zwar ein bisschen geupdatet. Fiesta Online, vielen Dank für dein Follow. Ich meine, die haben das auch ein bisschen geupdatet, dass die Tiere einfach nicht mehr so lange sich umschauen, um zu sehen, ob da ein Feind ist, sondern die laufen ziemlich schnell los. Also muss man schon schnell reagieren. Schöne Abschussposition. Ja. Also habt ihr gesehen, ich habe ein bisschen spät reagiert. Ich hätte ein bisschen schneller reagieren können. Hab ihm aber immer noch verwertbar geschossen und er ist Gold. Also mit einem Pfiff kann man schon die Position des Tieres verändern. Man muss dann halt nur sehr schnell reagieren. Bei einigen Tieren. Bei anderen, bei Elchen geht's, aber so bei so Klasse 4 Hirschen seht ihr, die nutzen den, die schauen sich nicht nochmal um, ob da ein Feind ist. Die wissen,
okay, es hat gepfiffen, zack, durchstarten, ne? Weil da muss ja irgendwas sein. Nächstes Tier, auf das ich schießen kann, Vierer Samba. Ist gleich liegen geblieben. Das Weibchen wundert sich jetzt, was ist mit meinem Typen los? Warum liegst du da einfach? Warum liegst du da rum? Du faule Sau. Könnte an dem Knall gelegen haben, der da gerade durch die Luft gefahren ist. Und diese Sache mit dem Pfiff ist tatsächlich auch eine Sache, die in der realen Jagd verwendet wird. Gerade so, ihr müsst euch mal so Videos angucken von so Amis, die ihre Rinderherden vor Kojoten beschützen oder sowas und dann so Kojoten schießen. Gibt's auf YouTube einige Videos. Und wenn so ein Kojote läuft, kannst du dem ja in Lauf schwer schießen. Und dann haben die einfach eine Pfeife dabei und pfeifen kurz. Und der Kojote bleibt dann stehen und guckt sich um und hört sich um. Und in dem Moment, bam. So, Samba, Silber schon wieder. Ich weiß nicht, wie genau die scoren. Weil Vierer leicht, Silber ist irgendwie... Weiß ich nicht. Wohin scoren die denn? Was ist denn Dia bei denen, bei der Schwierigkeitsstufe? Das wüsste ich gern. Auf jeden Fall Silber. Schönes Tier. Kommt in den Discord. Also ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Tiere Geräusche machen, die man so im Sound nicht hört. Oder die vielleicht zu weit weg sind oder so. Und manchmal muss man auch sich darauf verlassen, dass die Bubble zu sehen ist. Also sich öfter mal umgucken, weil man einfach ein Geräusch dann nicht mitbekommt. Eventuell, hier war was. Ich habe gerade was gesehen. Hier wird doch gerade E-Tier anzeigen, da. Achso, das ist der Fuchs. 5 Mittel. Das ist schon besser. Nehmen wir einfach den. Oder waren Razorbacks, die sind jetzt auf der Flucht. Schade. So, silberner Rotfuchs. Doppellunge. Schön. Im Laufen. Erstmal nachladen, Kinder. Vergesst nicht nachzuladen. Nachzuladen ist das Wichtigste in diesem Spiel. Das war ein guter Schuss. So, wir gucken uns den Samba mal an. Ja, geht doch. Erster Goldsamba. 159. In die Single-Lunge. Schön. Tja, also so wie es aussieht, sind die Schweinshirsche weg. Nö. Gar nicht wahr. Dich kriege ich. Dich kriege ich. So, wie sieht's aus? Gold 96,65. Treppen sind für Anfänger. Wo müssen wir jetzt hin? Hör auf. Oh mein Gott, es ist zwar nur ein Weibchen, aber es ist weiß. Schade, dass es wirklich... Ey, schade, dass es ein Weibchen ist. Aber ich glaube, es müsste mein erster Albino sein, wenn ich es jetzt schieße. Weil ich habe Rückenwind. Das ist nicht so gut. Okay. Anscheinend guter Schuss. So, gucken wir uns an, das schöne weiße Wunder hier. Albino, Axishirsch, Weibchen, Singelunge, Rückgrat. Ja, also mein erster Albino. Vorher habe ich noch keinen Albino geschossen. Leider ist es ein Weibchen, ich hätte gerne einen Axishirsch Bock geschossen, Albino. Aber geilomat. Sehr, sehr schön. Ausstopfen, yo. Digga, was ist los mit dir? Willst du Stress?
Er will sich prügeln. Oh mein Gott. Ach, es war ein Weibchen. Okay. Aber es wollte sich trotzdem prügeln. Kein lebenswichtiges Organ verletzt. Erster Schuss. Ging in die Muskelhüfte und der andere in die Gedärme. Okay, okay, okay. Schade. Schön. Schönes Ding. Sehr, sehr nice. Ist zwar nur ein Dreier, aber was soll's. Nehmen wir mit. Ein schön schokoladenbrauner... Oh, Schokoladenbraun. Nice, habe ich auch noch nie gesehen. Dammhirsch in Silber 175. Ja, fast Gold. Ja. Doppelunge. Schön, im Laufen. Da haben wir's. Das Salzwasserkrokodil. Es fauchte mich an. Da ist es. Irgendwas ist doch hier immer noch. Ist hier noch ein zweites? Da. Meine Güte. Okay, okay, okay. Hier geht's ab, hier geht's ab. Silbernes Salzwasserkrokodil männlich. Erster Schuss ging schon in den Lungenflügel, zweiter Schuss dann in den Hinterlauf. Es faucht schon wieder irgendwas hier. Da drüben. So, noch ein silbernes, männliches Krokodil. Auch erster Schuss wieder in den Lungenflügel, zweiter Schuss dann in den Darm. Schön. Auf jeden Fall actionreiche Tiere. Hier unten sind zwar die nächsten, aber alles nicht so. Obwohl, hier ist ein Vierer dabei. So, Vierer Bunting. Weiß jetzt nicht, ob ich den gut getroffen habe. Glaube nämlich nicht. Aber der müsste gesessen haben. So, Vierer Bunting. Silber. Weil ich das Trophäenorgan beschädigt habe. Oh lol. Ich habe ihn beim ersten Mal in den Kopf getroffen. Schade, weil der zweite Treffer war richtig, richtig gut. Aber der erste in den Schädel. Headshot. Okay, schade. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Core of the Wild Australien wieder sehr, sehr gut entdeckt und erkundet. Bantanks geschossen und Krokodile auch. Also so ein paar Sachen, die ich heute zum ersten Mal geschossen habe. Mega geil. Ich mag die Bantanks sehr. Ich mag aber auch die Krokodile, dass die so aggressiv geworden sind. Finde ich gut. Da habe ich wieder Bock drauf, Mississippi zu spielen und die Alligatoren mir nochmal anzuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.